Dieses Tablet Nexus 7 hat eine Möglichkeit, NFC-Karten zu erkennen. Zum Beispiel diese Elektrokarte, die enthält einen Chip für die Nierfeldkommunikation und das will ich gleich mal probieren. Hier habe ich eine Spule mit 15 Windungen und da kann ich mal testen, ob sich da irgendwas tut. Man sieht, dass die LED blinkt, das heißt, dieses aktive Feld sendet Energie auf der Frequenz 13,56 MHz aus. Und ich kann sehen, dass das Gerät hier versucht, eine Verbindung aufzubauen. Die Karte von Elektro halte ich erstmal darunter und da passiert was. Es öffnet sich der Browser und eine Internetseite startet, aber nicht die von Elektor, die stand hier ursprünglich mal drin, sondern man kann die Adresse ändern, man kann da was Eigenes reinschreiben und ich habe hier einfach mal meine eigene Homepage reingeschrieben und die startet dann jetzt. Damit hat das Ding noch seinen Nutzen. Man kann hier nicht nur Internetadressen reinschreiben, sondern auch Texte und andere schöne Sachen.